Ja, über diese Personalie wurde viel vorher schon diskutiert. Wir wollen das jetzt hier noch etwas weitermachen bei uns, der Weltkolumnist Hendrik M. Broder. Vielen Dank, dass Sie heute Abend die Zeit nehmen. Guten Abend, Herr Broder. Grüß Gott. Muss man nicht als allererstes sagen, 4 Jahre lang war diese Stelle unbesetzt. Das Thema Diskriminierung ist ein wichtiges. Ist es nicht erstmal gut, dass überhaupt jemand da ist, der sich jetzt kümmert? Nein, das ist nicht gut, weil einfach eine Stelle zu besetzen, ist auch keine Lösung. Im Übrigen grundsätzlich, Sie werden keine Gesellschaft in der Geschichte oder in der Gegenwart finden, in der es keine Diskriminierung gibt. Aber muss ja versuchen, die so klein wie möglich. Das wird ja versucht. Das wird ja versucht. Dafür gibt es Ämter, dafür gibt es Behörden. Das ist ein Wohlfühljob, der da geschaffen wurde. Eine Stelle, die bis jetzt niemand vermisst hat. Es ist eine Fehlbesetzung, allerdings die allerbeste, die man sich wünschen kann. Und sie folgt genau den Regeln, die Lawrence Peter erfunden hat oder beschrieben hat in seiner berühmten Theorie, die dann später in die Geschichte eingegangen ist, als das Peter-Prinzip. Ich habe mir das aufgeschrieben, was das Peter-Prinzip ist. In einer Hierarchie neigt jeder Mensch dazu, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Und Frau Attermann weiß, dass sie für den Job nichts taugt. Die hat zum Beispiel die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen schon getroffen und 10.000, 12.000, 14.000 ihrer Tweets von Twitter gelöscht. Und das ist ein Mittel, das sie eigentlich für den Job schon disqualifizieren müsste. Nicht mal das, was sie sagt oder nicht sagt, aber der Versuch, die eigene Vergangenheit zu löschen, das ist der reine Stalinismus. Das war unter Stalin in der Sowjetunion der Fall. Da wurden Fotos von Leo Trotzki, von Bakunin, ich glaube auch von Kropotkin, wurden aus den Büchern gelöscht. Sie hat ihre Vergangenheit aufgehoben. Und niemand kann wissen oder niemand kann nachlesen, womit sie sich bis jetzt beschäftigt hat. Stellen Sie sich bitte vor, ich möchte Sportlehrer werden. Natürlich nur für Senioren. Und weil ich aber im Sport eine 5 im Abitur hatte, verbrenne ich das Abiturzeugnis, damit mir niemand auf die Schliche kommen kann. Und genau das hat sie gemacht und das disqualifiziert sie. Und dass sie trotzdem gewählt wurde, hat was mit dem deutschen Prinzip zu tun. Weil A sagt, muss auch B sagen. Man kann keinen Fehler zugeben, man muss konsequent sein. Konsequenz ist der Fluch der deutschen Geschichte und hier kommt er wieder zum Vorschein. Aber damit greifen Sie ja jetzt massiv SPD und Grüne an, die ja auch Attermann jetzt durchgesetzt haben, weil es gab ja heftige Kritik an Attermann aus der Union, sogar aus der FDP, die ja dann auch letztendlich mitgestimmt hat für sie, weil die FDP, weil sie sich da entschuldigt hat. Also ist das so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme tatsächlich? Es ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, genau ist das Wort. Und ich greife auch nicht SPD und die anderen an, weil ich nur relevante Erscheinungen der Zeitgeschichte angreife und nicht vorübergehende Phänomene, die es nach oben geschafft haben. Schauen Sie, es wird Frau Attermann vorgeworfen, dass sie die Deutschen als Kartoffel bezeichnet hat. Ich finde das harmlos. Wenn mich jemand eine Kartoffel nennt, kann ich nur sagen, wunderbare Pflanze, zwar nicht von Kolumbus, aber von seinen Nachkommen aus Amerika nach Europa gebracht. Wenn ich jemanden Brokkoli nennen würde, nicht, dann wäre ich empört. Aber Kartoffel, das nehme ich gerne hin. Es gibt Schlimmeres. Frau Attermann zum Beispiel behauptet, nur Weiße können Rassisten sein. People of color können qua Geburt keine Rassisten sein. Das ist der pure Rassismus. Louis Farrakhan ist ein schwarzer Funktionär in Amerika, hochbegabt, rhetorisch fantastisch, der reine Rassist. Es gibt Juden, die Juden hassen, Schwule, die Schwulen hassen, Frauen, die Frauen hassen. Zu sagen, Weiße sind die einzigen, die Rassisten sein können, ist eine völlige Verkennung des Phänomens. Und die will jetzt die Diskriminierung bekämpfen und den Rassismus. Das ist alles ein bisschen zu viel des Guten. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie könnten Sportlehrer sich vorstellen. Könnten Sie sich denn auch vorstellen, dann selber der Bundesregierung bei einem dieser Themen zur Seite zu stehen als Beauftragter? Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich will dazu noch einleitend sagen, dass ich mir die Liste der Bundesbeauftragten gerade besorgt habe. Da sind bis jetzt 41 oder 42 Positionen und da ist für jeden etwas dabei. Es gibt zum Beispiel den Bundesbeauftragten für jüdisches Leben in Deutschland. Ich werde ihn fragen, wo ich morgen zum Gebet gehen kann. Es gibt Beauftragte für alles, zum Beispiel einen Sonderbeauftragten der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan. Und mein Lieblingssonderbeauftragter ist, halten Sie sich bitte fest, Sie werden es nicht glauben, Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Neustrukturierung der Verwaltung und Dezentralisierung in, wo glauben Sie, soll dezentralisiert werden und neu strukturiert werden? Mit einem deutschen Sonderbeauftragten? In Hessen, der IT-Branche? Oder? Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen? Nein, halten Sie fest, nein, in der Ukraine.
Wir stellen den Ukrainern einen Sonderbeauftragten für die Verwaltung und Dezentralisierung zur Verfügung. Vielleicht doch in Bezug auf die deutsche Geschichte, weil die Ukraine ist schon mal erfolgreich von deutschen Helfern dezentralisiert worden. Was mich angeht, ich würde mich wahnsinnig gerne bewerben. Ich hätte auch den idealen Job für mich, nämlich Bundesbeauftragter für den Umgang mit Bundesbeauftragten. Ich melde mich freiwillig. Also ich glaube, da wären Sie der Richtige. Da sollte man wirklich mal, Nele, wollen wir mal beim Bundeskanzler versuchen, ein gutes Wort für Henrik Eppbruder einzugeben, damit Sie, das wäre ein und spannender Ich werde Tag. Dann morgen Abend zum Schabbatbeginn für Sie beten, okay? Danke Ihnen. Das ist nett. Henrik Eppbruder, Weltkolumnist. Danke für Ihre Ausführungen. Danke Ihnen.